Schön, dass ihr hier seid. Ihr wollt ein Glas haben. Und zwar einen bestimmten, den Glas Axion 820. Nicht 8000, 820, Trottel. Dann ist das euer Mod. Ja, was soll man dazu sagen? Kompatiert aus LS15 anscheinend. Von den Texturen her, alter Style, ne? Sagt man mal. Texturen sind halt nicht gerade die schönsten. Im Gegensatz zu den neuen hier. Der Glanz fehlt ein bisschen so, alles ein bisschen, ja, schon veraltet, aber trotzdem, es ist trotzdem ein Glas. Also wer auf das verzichten kann, der sitzt gern hinter dem Sitz. Wie man es sprichwörtlich sagt, man sitzt hinter Sitz. In diesem Fall, Kamera und so wurde alles angepasst, also das läuft ja. Man sitzt halt dafür hinter Sitz. Aber okay, also, damit muss man leben. Mit Abstriche machen. Kann nicht alles haben. So, soweit funktioniert er. Zu kaufen natürlich unter Traktoren, ganz nach rechts scrollen hier. Da ist er, Glas. Dazu gibt es nicht viel was zu sagen. 194 kW und 92 Euro am Tag. Ja, von Zielvorhänger und Maschine benötigt, ist eh klar. Man kann keine Farbe auswählen, also er ist so, da kann man nichts ändern. Sonst auch nichts. Wie gesagt, bis auf die Texturen ist es eigentlich relativ gut. Da hinten ist ziemlich hell, okay. Ja, mei. Muss man damit leben. Ist jeden seine eigene Sache, ob er den Mod benutzt oder nicht. Soweit passt er. In der Lok haben wir ein paar Fehler drin. Da sieht man schon schön. Hat eine Class XML, hat ein paar Sachen, da hat ein paar Sachen nicht eingetragen. Attent Joint, also Anhängepunkte hat er nicht eingetragen. Da ist jetzt mal die Frage, wenn ich das nochmal teste. Wenn wir hier einfach mal einen Gruber nehmen und den kaufen und bei denen überhaupt dazu hängen können, das sollten wir jetzt trotzdem nochmal testen, nachdem er ja so einen Fehler hat. Standardmäßig geht man halt davon aus, wenn man sowas konvertiert, dass es funktioniert, aber sicher, sicher. So. Go. Ja. Was sehen wir da? Er hebt ihn auf, aber er hat keinen Oberlenker, wenn man mal guckt. Okay. Also da ist er schon mal durchgefallen. Wie sieht das vorne aus? Also ohne Oberlenker, das geht ja mal gar nicht. Daher kommen wahrscheinlich auch die Errors. So, wie sieht es vorne aus? Cool. Ja, sieht auch nicht viel besser aus, auch ohne Oberlenker. Und er hebt es natürlich in die Motorhaube rein. Gut, also er ist gar nicht so prickelnd, wie ich dachte. Aber es ist immer am Anfang, wenn man die Fehler noch beseitigt, hat man was davon. Gut, in diesem Sinne, macht's gut.